Und damit herzlich willkommen zum allerersten Hide and Seek auf diesem Kanal, aber in Real Life in der 9 Millionen Villa, Leute. Let's go! Ich zeige euch jetzt gleich alle, die gleich mitspielen werden. Und es geht um 500 Euro. Lasst uns mal die Kandidaten erstmal abchecken. Und ihr sollt natürlich erstmal ein Like dafür da lassen. Vielleicht schaffen wir 5000 Likes oder so auf ihre. Und dann weiß ich, dass ihr Bock auf das Format habt und die Sonne blendet mich. Aber kein Problem. Wir zeigen euch jetzt erstmal die Kandidaten, die ich suchen muss in dieser Villa. Meine Damen und Herren, der erste Teilnehmer, der hier bei unserem Hide and Seek mitspielen will, ist MBK! MBK? Ja? Hast du das Besondere dabei? Was meinst du? Das, worum es heute geht. Ganz also genau, Freunde. Denn der Sieger bekommt 500 Euro in diesem Hide and Seek. Du bist gewinnen. Der erste Teilnehmer, der in meinem Hide and Seek mitspielen will. Ich werde es gewinnen. Ich werde es gewinnen. Ich sag dir so, wie es ist. Warum denkst du das? Ich habe das Haus mitgebaut. Und den nächsten, den ich jetzt vorstellen werde, ist... Stays to the place! Stays to the place! Moin Leute, wie stellt man auch den Verstecken aus? Warum hast du so ein Handtuch von Versace? Oha Leute, seht ihr diese Eleganz? Seht ihr, wie er sich gerade versteckt? Ich sehe gar nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Kandidaten. Es ist der einzigartige L zu dem O, Lofty! Leute. Lofty, glaubst du, du wirst sie gewinnen und die 500 in deine Hosentasche stecken? Auf jeden Fall. Okay, aber wo ist unser vierter Kandidat? Kianis? Komm raus, Kianis! Loser! Was geht ab? Okay, ich würde mal sagen, Jungs und Mädels. Ich werde jetzt gleich an die Anfangstür gehen, direkt am Anfang. Jeder von denen wird eine Kamera bekommen, jeder von denen hat ihre eigene Sicht. Und ich bin echt gespannt, wen ich als letztes finden werde, Freunde. Ich hab Bock drauf. Lasst ein Like da. Wisst ihr was? Nicht nur ein Like, zwei Likes, drei Likes, vier Likes, fünf Likes. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr weitere Hide and Seek Videos oder allgemein solche Vlogs auf diese Art und Weise sehen wollt. Freunde, bis gleich. Ich gehe jetzt zum Eingang. Jungs, die Zeit läuft. 5, 4. Hä? Ich glaube, mach grad go. So, Freunde, die sind gerade sich am Verstecken. Die haben genau 5 Minuten Zeit, um sich irgendwo hier auf diesem ganzen Grundstück, wo wir uns befinden, zu verstecken. Und ich bin echt gespannt, Leute. Ich habe so Bock drauf. Einfach Kindheit, Leute. Kindheit. Man hat damals immer so übertrieben krass Hide and Seek gezockt. Und jetzt in dem Alter zocken wir das immer noch mit den Jungs. Das macht so Bock, Leute. Es geht los! Okay. Ich weiß direkt. Guck mal, Regel Nummer 1. Ich gehe erstmal auf Toilette. Also, Leute, ich sag euch Nummer 1 so, ne? Wenn wir schon, warte kurz, wenn wir schon Hide and Seek. Ey, damit können wir Kellogg's essen. Hier passe ich nirgends rein. Wenn wir schon mal die Topfig aus dem Augen. Denk dich mal Spaß. Er hat mir keine Zeit gelassen, dass ich nochmal auf Toilette gehe. Ich weiß auch nicht, warum man zweimal abschließen kann, Freunde. Da ist der Monkey. Ey, wollen wir die Tür nicht zumachen? Nimm mal meinen Kellogg's. Nimm kurz meinen Kellogg's. Ja, ich hab jetzt noch einen Löffel. Schluss gemacht, wallah. Aber ich weiß nicht, dass sie gut hilft, ne? Alter, nee, er will diese Klatscherfilme machen. Wir verstecken uns hier bei meinem Kleiderschrank. Freunde, Prioritäten setzen. Prioritäten setzen. Ey, mein fetter Bauch, boah. Hier, den müssen wir woanders verstecken. Das Ding ist, ich weiß auch schon, wo ich mich verstecken werde. Ihr habt noch eine Minute! Hände waschen. Willi, ich
muss irgendwie hinterher. Ich muss ihn sehen, aber er darf mich nicht sehen, weißt du? So, ich weiß genau, wo ich hingehe. Vielleicht sehen wir auch jemanden. Wir verstecken sie hinter der Tür. Vergessen, nein. Scheiße. Hey, ich komme nicht raus. Ich wollte mich hier verstecken, Freunde. Ich hoffe, ich passe hier rein. Bye, have a great time. Oh nein. Ich kippe jetzt einfach alles weg. Okay, Freunde, die Zeit ist vorbei. Lasst uns reingehen. Die Zeit ist vorbei! Und ich bin echt gespannt, wo ihr kleinen 31er euch versteckt. Wisst ihr was? Ich mach's richtig chillig, Leute. Ich werde direkt schon am Anfang alles abchecken, sodass ihr gar keine Möglichkeit mehr habt, irgendwo euch direkt am Anfang zu verstecken. Aber ich glaube auch nicht, dass ihr so blöd seid. Ihr werdet niemals drauf kommen, dass wir hier sind. Euch direkt am Anfang zu verstecken. Weil das macht ihr so oder so nicht, Leute. Ey, ich sag euch, diese Stelle, ich bin hier so übertrieben selten. Aber hier versteckt sich ja auch niemand. Vielleicht hinter diesen Gardinen oder so. Ich muss mich beeilen, Leute. Ich will das auf jeden Fall auch noch relativ schnell hinter mir bringen, weil ich denen keine Chance geben will, irgendwie, dass sie, ich weiß nicht, vielleicht ist gerade noch dabei, jemand irgendwie alles aufzubauen oder die ganze Pakete irgendwo wegzupacken. Aber hier sind die anscheinend nicht. Unter dem Tisch auch nicht, oder? Hinter der Gardine auch nicht, Leute. Da ist das Geld. Hier drunter, da passt auch niemand rein. Vor allem, ich will wissen, wo läuft die sich Erstmal der Tür. Aha. Was war das gerade für ein Geräusch? Wer ist da drinnen? Da ist safe jemand drinnen. Ach so? Was haben Sie sich dabei gedacht? Wir haben keine Eier mehr. Bro, ich sag dir, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass jemand hier drinnen ist. Mein Handy ist mir runtergefallen, weil hier drinnen Licht ist. Wäre dein Handy nicht runtergefallen, hätte ich das nicht gecheckt. Bro, es tut mir leid. Nein. Hier ist unser Kühlschrank, Leute. Bro, wie bist du da reingekommen? Hä? Ich weiß es nicht. MBK, du bist krass. Also, Real Talk, würde dein Handy nicht runterfallen, wärst du vielleicht der Sieger. Ich war gerade noch auf Toilette. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber Leute, den ersten haben wir schon mal. Hier kommen wir. Wie sieht's hier denn aus? Wer hat bitte hier nicht aufgeräumt? Warte mal. Warum ist das hier offen? Warum ist das hier offen, Leute? Ich traue. Kianis traue ich zum Beispiel sowas zu, dass er sich irgendwie hier ranhängt und dann einfach runterguckt oder so, Leute. Oh Mann, ich leg mich jetzt hier erstmal hin. Und ich chill hier erstmal eine Runde und warte, gucke, was passiert. Also, mich wird er eh nicht finden, weil er würde niemals hier hochkommen. Er hat die Tür zugemacht. Jackpot. Ich hoffe, er kommt einfach nur die Treppen runter. Ich hab mich versteckt, Digga. Ich stehe jetzt hier mein Leben einfach. Genieße die Aussicht, also jetzt, wenn man so guckt, ne, würde ich eigentlich richtig, Alter, guck mal, wie schön mal da ist, Leute, guckt euch das mal an, was es hier so gibt, die ganzen Palmen, die Häuser, ne, die ganzen Villen hier oben, also, Malta ist wirklich eine echt schöne Stadt und ich habe hier wirklich den besten Point gefunden, den man sich nur gönnen kann, hier den Sichtside-Point. Die Frage ist halt nur, wer wird der Letzte sein? Okay, weiter geht's. Wir gehen jetzt die Treppen hoch und schön die Lichter anlassen, Freunde, um Strom zu verschwenden, leider. Machen wir natürlich erst später alles aus. So, wo starte ich, meine Damen und Herren? Wir gehen mal in das Zimmer von den Jungs rein, ja? Wo aktuell gerade Kianis und Stace sind. Unterm Bett vielleicht. Kann man hier unterm Bett... immer richtig eklig, Leute. Unterm Bett irgendwie zu gucken... Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, hier kann man nicht rein. Da kann man nicht rein. Gardine, Madine. Komm raus, Junge, ich hab dich. Aber das wird zu einfach, wisst ihr?
Ich glaube, die lachen sich auch gerade schlapp. Das war viel zu einfach. Hier vielleicht. Es war gerade zu, aber ich traue denen auch nicht. Vielleicht haben die sich irgendwie... Oh, die Nachbarn waren dort. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz hin und dann wieder weg. Nein, das wird natürlich nicht gezeigt. Aber warte mal. Kianis ist so ein Kletteraffe. Ich kann mir vorstellen, dass er weiter oben ist. Wir müssen überlegen. Die Frage ist halt nur, wann kommt er hoch? Wer ist überhaupt schon hochgekommen? Was man machen könnte, wäre runtergehen und so hören, ob er kommt. Okay, wir hauen hier ab. Wir hauen hier ab. Ich geh raus. Da wird niemand sein, weil die Person, die da gerade drin ist, Herr Amir, der hat abgeschlossen. Okay, gehen wir mal hier rein, Leute. Bro, was machst du hier wieder? Was ist denn hier los? Ich geh raus, ja. Warum? Alles gut, hier ist niemand. Hier ist safe jemand. Guck mal die Decke an. Ich brauch Licht, es ist zu dunkel. Warum sieht die Decke hier so aus? Das ist niemand, schade. Er wird auf jeden Fall von da kommen. Aber bis er hier ist. Hier könnte ich halt wieder hinter den Gardinen gucken, aber safe. Bro, sowas Einfaches würde keiner von euch machen. Vielleicht hinter diesen Paketen? Auch nicht. Boah, wenn jemand da drin sein sollte, das wäre krank. Er ist drin, Digga. Das heißt, wir haben den Pool für uns. Okay. Wir machen hier den frechen Hasen. Wir setzen uns hier hin. Oh mein Gott. Wallah, ich bin fett. Ich habe mich gerade aus dieser Schule gesetzt, ist einfach kaputt gegangen. Kann man da hoch? Alter, also wenn da jetzt jemand oben ist. Ich muss springen. Das ist ja zu krass. Scheiße, Mann, wo sind die? Ey, die machen das richtig gut. Als ob ich keinen von denen bis jetzt gefunden habe. Okay, dann müssen wir das mal anders machen. Ich traue dir nicht. Du machst die ganz komische Sachen. Du machst die ganz komische Sachen. Hallo, Lofti. Ich mach mal hier das Licht an, Leute. Okay. Lofti, wenn du in deinem eigenen Zimmer sein solltest, dann komm raus jetzt! Du hast keine Chance! Warum ist die Kamera dort an? Warte mal! Leute, ich habe die Kamera nicht platziert. Ich habe den Jungs auch nicht gesagt, dass diese Kamera hierher platziert werden soll. Wir haben nur eine unten. Warum hat Lofti seine Kamera hier gelassen? Mr. Lofti, was geht? Hallo! Statement? Ich bin nur eine Puppe. Bro, ich sag dir, das war ein bisschen zu auffällig mit dem Handy. Scheiße! Das war ein bisschen zu auffällig. Nein! Schade. Aber Bro, ich würde mal sagen, Mr. Lofti, passen Sie gut auf sich auf. Ich suche jetzt die anderen. Du kannst mir vielleicht einen Tipp geben, wenn du willst. Ich verrate keinen. Vielleicht kriege ich ein bisschen was zum Geld ab. Das glaubst du doch selber nicht. Hier wird nicht geteilt. Das ist das nicht Teilhaus, Kapi. So, Freunde. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Lofti jemand sein wird. Deshalb machen wir die Tür zu, damit auch kein anderer mehr rauskommt. Ich glaube nicht, die Jungs würden safe nicht bei Lofti ins Zimmer reingehen. Deshalb gehen wir mal hier einfach hoch. Die habe ich selber noch nie aufgemacht. Checkt ihr das, Leute? Das sind so Plätze, die habe ich selber einfach noch nie aufgemacht. Boah, wie sieht's hier denn bitte aus? Ach, Kian ist der Kletteraffe. Dem kann ich hier alles zutrauen, wirklich. Am Ende hängt er einfach irgendwie ganz gefährlich. Freunde, bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr irgendwie mit euren Kumpels Verstecken spielt oder so. Macht bitte keine gefährlichen Sachen, weil ich kann mir wirklich... Guck mal, wie weit oben ist es. Nee, das würde Kian es auch nicht machen. Also das ist... Ey, ich gucke gerade zum ersten Mal gefühlt hier runter. Wie hoch ist das hier bitte? Ist hier jemand dahinter? Nein, Mann, das ist zu gefährlich. Mein Herz, es brennt.
Geld. Ich hoffe, die haben nichts riskiert, ey. Sonst bin ich selber sauer, wenn die hier irgendwie hochklettern oder sonst was. Das ist viel zu gefährlich. Das ist wirklich viel zu gefährlich, Leute. Was ist das? Kann man hier runter? Boah, dann kommt man hier hin. Okay. Nein, die würden das nicht machen. Die würden sowas nicht machen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es so einen kleinen Abhang, wo man hier... Hallo, ist da jemand? Sieht schon gruselig aus. Kann man sich hier vielleicht ein bisschen leichter runter sein gefühlt? Auch nicht. Okay, krass. Also als ob hier niemand oben ist. Ich habe halt noch eine Vermutung. Vielleicht ist jemand da oben. Also wenn da jemand oben sein sollte, Stace und Kianis fehlen halt noch. Könnte ich da hochkommen selber? Wie würde ich selber hochkommen? Ich würde hier hochklettern, zack, und dann wäre ich da oben. Aber wir müssen mal gucken, ob wir hier Fußspuren sehen. Das würde man eigentlich schaffen können, aber ich sehe hier keine Fußspuren eigentlich an den Wänden. Er müsste sich ja kurz... Vielleicht das hier, ne? Das könnten so ein bisschen Fußspuren von einem von denen sein. Aber wir halten diesen Platz erstmal im Kopf und kommen eventuell später nochmal vorbei. Später, später, später. So, da passt keiner von denen rein. Hier ist noch ein Schrank. Hier habe ich auch nicht geguckt. Da unten hätte jemand theoretisch sein können. Aber da ist auch niemand. Okay, wir müssen jetzt nochmal runter, Leute. MBK, warum war er dort in dem Raum? Was hat er da gemacht? Aber ich glaube, der will mich einfach nur ein bisschen trollen. MBK, bist du das wieder? Bist du das wieder mit deinen komischen Faxen? Machst du hier wieder irgendwelche Faxen mit mir oder was? Hier ist immer noch die andere Kamera, Leute. Nimmt die noch auf? Die nimmt noch auf. Ich hab Stace gefunden. Ich hab Stace gefunden. Warum rennt der weg, der Affe? Bro, ich hab dich gefunden. Was hast du vor? Hä, bist du doof? Machen wir jetzt Fangverstecken oder was? Du kleiner... Du bist so eine Ratte, ne? Okay, das war nicht Plan, Bro. Das war nicht Plan, Freunde. Aber wenn er Fangverstecken mit mir machen will, dann machen wir das. Das Problem ist, wie komme ich jetzt da rein? Der macht richtig eklig. Ich weiß nicht. Bro, er will, dass wir Fangverstecken machen. Das war gar nicht Plan. Was soll ich jetzt machen? Weißt du, Kianis ist. Willst du 100 Euro? Hä? Willst du 100 Euro? Verdammt. Hester. Ich schwöre ihn. Ich gebe dir nur einen Tipp dafür. Nein, dann kriegst du aber keine 100 dafür. Ich gebe dir nur einen Tipp. Sag, aber du kriegst dann nichts. Ich sag mal so, die Luft hier unten ist nicht so gut. Die Luft weit oben ist besser. Ist er ganz oben auf dem Haus? Das war mein Tipp. Ganz oben aufs Dach kommt er nicht. Er ist so ein Monkey wie ich, Digga. Er ist so ein richtiger Monkey. Ich kann mir alles bei ihm zutrauen. Er ist doch safe auf irgendeinem Baum. Spring mal. Nein. Hey, Stace, ich koordiniere dich. Okay, wir treffen uns. Treffpunkt 5 Minuten bei Main Kamera. Die machen ganz komische Sachen. Ich werde diesen Stace jetzt bekommen, Leute. Ich werde Stace jetzt holen. Ich weiß, wo er ist. Der spielt aber ein Spielchen mit mir. Der ist im Keller. Und der weiß, dass ich eigentlich Schiss habe, im Keller reinzugehen. Und meine Schnürsenkel fallen hier die ganze Zeit raus. Er weiß, dass ich halt Schiss habe, dort reinzugehen, wegen den Kakerlaken, Leute. Weil da echte Kakerlaken sind. Aber okay. Der wird noch früh... Ich war ja noch nicht mal unten, Leute. Bin ich blöd? Ey, das Haus ist einfach so riesig. Das Haus ist so riesig einfach. Da gehe ich nicht hin, Leute. Da gehe ich nicht hin. Wenn ihr wollt, dass wir so ein Horror-Special-Video machen, dann gehe ich da rein, eventuell mit Licht und alles. Und warum ist diese Tür zu, Mann? Da müssen wir jetzt auch hin, Leute. Da müssen... Guck mal, wie riesig! Ich sag euch, es gibt selber hier Plätze, wo ich selber noch nie einfach war. Checkt ihr das? So riesig ist diese Villa einfach. Und deshalb, Leute, die haben sogar die Tür hier zugemacht. Die wollen mich ja richtig verarschen. Die wollen mich richtig verarschen. Problem ist, ich muss eigentlich leise sein und nicht mal reden, aber ich renne jetzt, mir ist das scheißegal. Ich renne jetzt, auch wenn die solche Faxen mit mir machen, kein Problem, ich renne jetzt.
Scheiße, ich dachte, er wäre hier. Das ist kein Verstecken mehr, was wir hier machen. Wenn ich weiß, dass Stace hier unten irgendwo rumrennt. Bro, warum machst du die Tür zu? Nur so. Warum machst du die Tür zu? Ey, die ist sogar verloren. Hat mich immer verfolgt. Das ist ein Kopf. Ich kann doch. Scheiße. Bro, sag mal ehrlich jetzt, wo ist er? Er war gerade hier uns runtergelaufen. Du hörst ihn, du hörst ihn. Wo ist er? Komm jetzt raus, mir reicht's nicht. Wenn ich dich fange, das war nicht die Regeln. Ich weiß nicht. Das war nicht die Regeln, Digga. Kannst mir sagen, was du willst. Das war nicht hier die Regeln, Leute. Wisst ihr was? Darauf wird er nicht kommen. Ich nehme ihn jetzt hops. Jetzt nehme ich ihn hops, Leute. Ich darf aber nicht reden, Leute. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jungs, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Ich hab da jemanden gesehen. Du kleiner Einfältiger, ich hab dich so verarscht, Digga. Du bist nicht schneller als ich. Du bist niemals schneller als ich. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Meine scheiß Schnürsenkel sind offen. Leute, bitte nicht zu Hause so nachmachen wie wir. Wir sind verrückt. Guck, meine Schnürsenkel. Digga. Der kann bald nicht mehr. Ich hab genug Ausdauer. Kleiner 31er. Freunde, ich habe noch 3 Minuten, um Kianis zu finden. Genau 3 Minuten. Kianis, wenn du mich hörst, die Zeit läuft. Ab jetzt 3 Minuten. Wenn ich dich innerhalb 3 Minuten nicht finde, hast du gewonnen. Und du hast Glück, dass ich keine... Doch, ich habe noch genug Kraft. Leute, als ob ich es zu dem You, de la muchas gracias, es zu de la Patria, de la noche, muchas gracias, aufs Jon zu, dass ich hier aufhebe. Auf gar keinen Fall. Er hat nur 20 Kilo abgenommen. Der ist hier oben. Der Affe ist hier oben. Wie komme ich hoch? Wie komme ich hier hoch? Janis, ich hab dich. Dein Kopf guckt raus. Komm her, Digga. Leute, wir haben es geschafft. GG. Gerne, es ist vorbei, komm raus. Scheiße, esse ich gar nicht. Das war ein Trick. Oh mein Gott. Möchtest du gerade wieder runtergehen? Das würde ich dir nicht empfehlen, dass du wieder runtergehst. Ich weiß auch nicht. Ist der Finger oben? Ich weiß auch nicht. Ist der Finger oben? Geh weg. Wo bist du? Sue? Hallo? Sue?
Hat er mich? Nein. Immer noch nicht. Kommt er? Kommt er? Ich habe noch eine Minute. Eine Minute ab jetzt sehe ich gerade. Ich habe noch 40 Sekunden. Digga, da ist safe oben. Kannst du mir sagen, was du willst? Da ist safe oben. Kurz mal aufhören, so zu atmen. Komm raus, ich hab dich! Wie lange willst du noch da oben chillen? Komm jetzt raus! Wie bist du da hochgekommen, du Monkey? 4, 3, 2, 1. Bro, wenn du wirklich hier oben bist, hast du gewonnen. Ich weiß nicht. Aber MBK ist die ganze Zeit hier. Wo bist du jetzt? Zeig dich! Wo ist der MBK? Er hat gewonnen. Du hast gewonnen! Wo bist du, du Monkey? Du bist der Gewinner. Ist er überhaupt hier oben? Ja. Ja, wo ist er denn? Janis. Kann ich raus? Nein. Bro. Pass bitte auf dich auf. Komm langsam runter. Pass auf, nicht, dass das einbricht. Komm mal, geh mal da weg. Komm mal hierher. Bro, bist du verrückt? Mach dir gar keinen Kopf. Leute, ist er verrückt? Er denkt auch Parkour Real Life. Mach bitte sowas niemals zu Hause nach. Soll ich dir zeigen, mein Jump? Willst du mal sehen? Nein. Mach dir doch keinen Kopf, ich hab alles ausprobiert. Ich will nicht, das war so ein geiles Video, Bro. Am Ende passiert dir jetzt irgendwas. Komm, wir gehen nach unten, Leute. Ich kann auch nicht mehr. Guckt euch das mal an. Freunde, wir machen unten die Abmoderation. Bis gleich. Freunde, ich bin immer noch aus der Puste. Aber wir haben unseren Sieger. Unser Sieger ist Mr. Kianis! Leute, das hat so übertrieben Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, aktiviert die Glocke und einen Kommentar will ich unten sehen. Und natürlich solltet ihr die ganzen Jungs hier abchecken. Kianis, Stays to the Place, Mr. MBK und Lofty, der gerade noch in seinem Zimmer ist, Freunde. Das war mega geil. Wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht in einem weiteren Real Life Video, wenn das unnormal krass bei euch ankommen sollte. Haut rein. Ciao, ciao.